Ich denke, jetzt melde ich mich wieder einmal. Jetzt habe ich wieder etwas Neues der Frage. Es ist von der SVP aus nicht ganz so gern gesehen, dass wir eigentlich kandidieren, weil es sind einige Leute schon an mich herumgetreten, die gesagt haben, du hoppala, pass auf, jetzt habe ich da mit denen geredet und wie bei Facebook oder so auch geschaut. Und dann sind sie gekommen und halt haben gesagt, dass das ihnen nicht so recht passt oder halt schon eher eingeschüchterte Leute, du halt, das wisst schon, wer eigentlich da weitergeholfen hat und so weiter. Und eben, so weit sind wir jetzt leider schon, dass wirklich eine Partei allein so viel gemacht hat und die Leute reinschüchtert, weil einfach da nie eine Partei oder irgendetwas dagegen war. Und das ist leider so, wie es in der Gemeinde, wie ein ganzes Land, solange eine Partei allein so hat, ist einfach nicht gut für Demokratie. Aber uns bestürzt es umso mehr, weil ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn da jetzt schon solche Aussagen kommen, es ist ja perfekt und das bestürzt uns umso mehr. Wir werden schauen, dass wir einen hinbringen, dass wir da wirklich aufs Auto decken, dass wir an die Leute ein bisschen auf die Finger da schauen, dass sie eben nicht alles so allein durchziehen, wie sie es wollen. Und auch zu einem zweiten Punkt, weil viele gesagt haben, ach, hat das überhaupt einen Sinn, dass wir da hinkommen? Wir können ja recht nicht sehen. Aber eben genau deswegen, das hat einen großen Sinn. Wir können auch genau mal schauen, was die genau drin tun. Und sie können auch nicht mehr ganz so leicht einfach die ganzen Sachen machen, weil einfach einer drinnen hockt, der was parteiunabhängig ist. Was ist auch, wenn es jetzt wieder in die Dörfer draußen enke Vertreter wählt und hin und her. Das beste Beispiel um Guffi Laun ist jetzt in der letzten Zeit eigentlich nie nicht weitergegangen. Und wir, und die haben vor allem ja und da einmal gesagt, aber wir können da wirklich sagen, schau mal, das so geht das nicht, wir brauchen das, wir müssen das durchziehen. Deswegen, schau auf uns, denkt an uns und dem vor allem auch in die Dörfer. Es muss nicht unbedingt das Edelweißalm umkreiseln. Kreiselt uns um, wir schauen eigentlich weiter, wir werden auch probieren, eine Ortsgruppe stark überall wie aufzubauen, dass wir wirklich eine Opposition bilden zur SVP. In dem Sinne wieder, ja, bleib gesund und mach's gut. Vielen Dank.